Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 2. Ich darf euch präsentieren den nächsten Bauabschnitt namens Geisach. Kleines Dorf, ihr habt ja schon einen Teil davon zu sehen bekommen in der letzten Folge. Zeitrafferaufnahme liegt jetzt auch schon wieder eine ziemlich lange Zeit zurück. Das sind jetzt erstmal so die groben Vorarbeiten für den Bahnhof. Straße habe ich hier schon verlegt und einen Campingplatz habe ich dort schon hingestellt, vor langer, langer Zeit. Der Campingplatz diente ursprünglich einfach nur dazu, dass ich hier eine Autolinie anlegen kann. Und vom Standort her hat es dann eigentlich ganz gut gepasst. Dann habe ich den Campingplatz gleich dort stehen lassen. Also, das wird eben tatsächlich eine Art Touristen- oder Besuchermagnet sein. Gut, ansonsten Bahnhofsgebäude ist, glaube ich, auch wieder so ein Schweizer Bahnhofsgebäude. Werde ich sicherlich logischerweise in der Schweiz dann nochmal verwenden, hat aber hier einfach optisch hervorragend reingepasst. Und generell die Station so vom Layout oder von der Optik her habe ich versucht, eher so ein bisschen alt zu halten. Also jetzt ist vielleicht teilmodernisiert, so ein bisschen mit Barrierefreiheit, aber nicht so richtig. Eher was für die Postkarte sozusagen. So, dann wird der ganze Bereich schon mal ein bisschen angepinselt mit schönem Kopfsteinpflaster. Und Begrünungsmaßnahmen, dazu nehmen wir uns wieder hier diese Beetumrandungen, die ja in verschiedenen Variationen daherkommen, zur Hand, ziehen uns das hier mal so rein und definieren damit ein paar Grünflächen, die wir dann nach Belieben bepflanzen können. Einfach um das hier ein bisschen netter zu gestalten, schmeißen wir da mal ein paar Gebüsche rein. Pinseln dann noch ein bisschen hier Sommergras-Texturen drüber. Und packen hier noch ein paar so, das ist glaube ich Haselnuss-Sträuche hinein. Einfach kleine Begrünungsmaßnahmen hier. Es soll alles möglichst schnucklig und idyllisch aussehen. Also kein so ein abgeranzter DB-Bahnhof, Haltepunkt oder so, sondern eher ein bisschen was für die Postkarte. So, dann bringen wir den Bereich schon mal so ein bisschen in Form. Das werden dann die nächsten Bauabschnitte werden. Und hier drüben, das ist ja dann schon die Brücke, die nach Königssee rüberführt. Da wird die Straße auch schon mal parallel zur Eisenbahnlinie, zur Schiene gezogen. Das hatten wir in der vorletzten Folge schon. Da hat man hier schon so ein paar Perspektiven. Ja, und ich glaube, so kann man es Seite dann auch ganz gut orientiert und wisst, wo wir uns befinden. Eben die letzten paar Kilometer Richtung Königssee runter. So, hier wird auch nochmal eine Brücke und ein Bahnübergang hinzugefügt. Auf der anderen Uferseite wird voraussichtlich nicht allzu viel passieren. Nur so ein bisschen Kulissenbau. Wir beschränken uns also eher oder konzentrieren uns nur auf diese Seite hier. Ursprünglich als Haltepunkt geplant, aber damit die Linien hier vernünftig laufen, habe ich dann doch das Ganze auch noch praktisch mit Ausweichmöglichkeit oder Kreuzungsmöglichkeit versehen. Und habe dann tatsächlich mal hier diesen alten Kiesbahnsteig ausprobiert, den ich glaube ich noch nicht verwendet habe. Glaube ich zumindest. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich nochmal so einen ganz alten Mittelbahnsteig mit ja, Schienenübergang, um dorthin zu kommen. Keine Unterführung oder dergleichen, sondern wirklich so ein ganz altes Layout. Ich glaube, so in der Form hatten wir das jetzt auch noch nicht auf der Karte und es ist ja durchaus nett anzusehen. Also hier haben wir dann schon so ein bisschen Modelleisenbahn-Idyll, denke ich mal, wenn das hier alles fertig ist. So, die Ortschaftsgestaltung. Größtenteils besteht die Ortschaft einfach genau aus diesen ganz normalen Vanilla-Grundstücken. Ein paar Einkaufsmöglichkeiten bzw. Restaurants habe ich hinzugefügt, aber wirklich alles ganz reduziert. Eine kleine Kirche darf natürlich nicht fehlen und ein paar Bauernhöfe habe ich am Ende noch angelegt. Die dann auch ein bisschen netter gestaltet. Aber vieles ist halt einfach hier so quasi Lückenfüllerei. Einfach diese vorgefertigten Grundstücke genommen. Hier und da noch ein paar Zäune und sowas ergänzt, aber da habe ich jetzt geschaut, dass ich da nicht zu viel Zeit mit der ganzen, mit dem ganzen Gebastel verliere. So, das hier soll dann schon mal der erste kleine Bauernhof werden, also wirklich nur so ein ganz alter Hof. Und da wird auch der Garten bzw. das Grundstück ein bisschen
ausgestaltet und auch mit ein paar Details versehen. Bisschen Viehzucht kommt hier mit dazu. Die haben Schafe. Und natürlich auch hier wieder so ein schönes Gartentor, Gatter dazu gebaut. Dann hier nebendran wird dann direkt eine kleine Schafweide entstehen. Mit direktem Zugang hier zum Grundstück. Stallgebäude habe ich ja schon hingestellt. Und die haben einfach hier nebenan, das gehört halt zu diesem Bauernhof praktisch, diese Länderei, diese Fläche hier drüben. Und das ist halt die Weidefläche für die Schafherden. So, die sich hier versammelt haben. Auch immer mal wieder ein schwarzes Schaf mit reingemischt, selbstverständlich. Dann hier vorne, die haben zwar genügend Gras zu fressen, aber ich packe immer mal hier noch so einen Futtertrog dazu. Und natürlich eine Tränke. Dann wird hier das alles noch ein bisschen angepinselt, die Weidefläche. Ja, kleiner alter Hof. Direkter Zugang vom Stall zum Gatter. Man sieht das auch, ich habe das ein bisschen unterstrichen durch die Erdtextur. Da laufen halt die Tiere immer entlang, wenn sie in den Stall kommen und umgekehrt. Dazu noch ein paar landwirtschaftliche Gerätschaften. Und ein bisschen Grünzeug. Und dann haben wir hier auch wieder eine ganz nette kleine Szenerie. Nicht zu aufwendig, aber ein bisschen was fürs Auge. Okay, jetzt muss ich überlegen, wo geht's weiter? Ach ja, übrigens, so ein winzig kleines Abstellgleis habe ich da auch noch geschaffen. Ne? Das ist halt, früher war das mal zum Umsetzen von Lokomotiven vielleicht gedacht oder sowas in der Richtung. So, dann diesen Bauernhof hatten wir auch schon mal. Passt hier, finde ich, optisch auch sehr gut rein. Ich glaube, dass oben ja normalerweise das Heu gelagert wird und drunter müsste ja auch, ich glaube, dann halt entsprechend der Stall sein. So ist das, glaube ich, gedacht bei den Bauernhöfen. Habe ich zumindest schon mal so gesehen. Ich habe schon mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Und da war das eben genau so. Und deswegen habe ich hier eben auch so versucht, mit der Straße hier so eine Zufahrtsrampe irgendwie hinzubasteln. Wo dann praktisch das Stroh oder das Heu, besser gesagt, ich weiß es nicht, im Wesentlichen das Tierfutter eben tatsächlich dann dort oben direkt hineingefahren werden kann und dann wird es von dort dann runter in den Stall befördert. Ich meine, so funktioniert das. Ansonsten natürlich wieder eingezäunt. Ich habe hier diesen, ich glaube, man nennt ihn Jägerzäun genommen. Auch wieder diese Gatter und Gartentore mit verbaut. Und hier noch ein, zwei landwirtschaftliche Gebäude, Unterstände und so weiter dazugepackt. Plus Traktoren, wie ihr gerade schon sehen konntet. Wir wenden uns nochmal den Bauern vom Bauernhof ab und zäunen hier den Bahnhofsbereich so ein bisschen ein. Übergang gibt es hier nämlich keinen mehr von der Seite. Würde sich jetzt auch nicht wirklich lohnen hier drüben. Da wohnt halt auch niemand. Und wenn hier gerade jemand irgendwie unterwegs ist, der kann auch irgendwie auf die andere Seite rübergehen. Es gab aber mal hier einen reisenden Übergang, das wollte ich dann hiermit so ein bisschen darstellen. Ja, macht jetzt auch nicht so übermäßig viel Sinn, aber ich fand es irgendwie gut. Und die DB hat halt irgendwann gesagt, nee, nehmen wir außer Betrieb. Lohnt sich nicht. Das ist irgendwie der einzige Hintergrund. So. Dann wird der Bahnsteig noch ein bisschen befüllt mit Reisenden. Und ihr seht das selbst, also die Ortschaft befindet sich auf der anderen Seite und da ist auch der Reisendenzugang auch barrierefrei über die Rampe. Nur von dieser Seite kommt man halt nicht direkt hin. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. So, okay. Dann nochmal so ein bisschen weitere Gartengestaltung hier direkt im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofes. Das ist auch nochmal ein bisschen größeres Grundstück. Fußballtor haben sie sich hier gegönnt, habe ich dazugestellt. Und ja, die spielen halt hier so ein bisschen, kicken ein bisschen. Der eine darf Torwart spielen. Dazu das Ganze noch ein bisschen angepinselt. Und auch das werden wir hier noch ein bisschen mit gestalterischen Maßnahmen bearbeiten. Den Teich habe ich schon hinzugefügt, wie ihr sehen konntet, und generell schon so ein bisschen begrünt, ein paar Bäume hingestellt. Dann kommen noch ein paar Gewächshäuser dazu. Und ihr kennt das ja, Gartengestaltung. Da haben wir einfach wahnsinnig viele Optionen. Kann man alles Mögliche hier hinpacken.
Gartengerätschaften, Rasenmäher und Co. einfach alles dabei. Dann auch hier nochmal die Beetumrandung mit ins Spiel gebracht. Für die Hofgestaltung. Hier ist auch nochmal eine Zufahrt zum Hof von der anderen Seite. So, und dann wird das hier nochmal schön angepinselt. Auch nochmal mit Kopfsteinpflaster. Alles versehen. Die Einfahrt. So, und da hat man jetzt halt auch die Möglichkeit, nochmal ein paar Fahrzeuge abzustellen. Die Privatfahrzeuge der Bewohner plus der Wohnwagen. Vielleicht noch ein paar Sonnenblumen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, und so eine kleine Terrasse können wir hier auch eigentlich noch dazu packen. Passt auch noch ganz gut hin. Bisschen Kiestextur dazu. Einen Grill. Und natürlich Sitzgelegenheit. Damit man sich hier schön in der Sonne bequem machen kann. Ja, und ich denke, da kann man es ganz gut aushalten. Blick auf den Bahnhof. Noch ein paar weitere dekorative Maßnahmen. So, da packt man natürlich auch noch ein paar Pflanzen rein. Ja, und ich denke, dann kann man das schon so stehen lassen. Ganz schnucklig geworden. Hoftor darf natürlich nicht fehlen. Und praktisch der hintere Bereich wird hier auch extra nochmal abgezäunt. Vielleicht haben sie einen Hund oder so, dass der nicht rausläuft, wenn da irgendwie der Paketbote kommt oder so. So, okay. Hier auch nochmal die letzten kleinen Details. Auch das wird noch vervollständigt. Den Schuppen habe ich schon so ein bisschen gefüllt mit ein paar Landmaschinen und so ein Kram. Dann parken wir zu guter Letzt noch ein paar Autos hier in der Gegend herum und dann, glaube ich, schauen wir uns direkt ein paar bewegte Bilder an aus dem Bereich. Geisach im finalen Zustand. Wir werden natürlich ein bisschen genauer hinschauen. Ein, zwei kleinere Details sind natürlich noch hinzugekommen. Und ich muss auch an der Stelle noch sagen, die Fahrräder sind jetzt in dieser Folge leider noch nicht unterwegs. Ich hatte diese Aufnahmen gerade erst im Kasten und dann ist dieses Mod-Paket erschienen mit den Fahrrädern, mit den Rollstühlen, mit den Rikschas und so weiter. Also müsst ihr noch ein ganz klein wenig Geduld haben. Aber genau in diesem Bereich werde ich sie zum ersten Mal dann zum Einsatz bringen und da passen die auch wunderbar hin, weil einfach viele Feldwege und so weiter vorhanden sind. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Die sind halt praktisch wie ganz normale Fahrzeuge, kann die halt wie ein Bus oder ein Fahrzeug oder ein LKW halt irgendwie auf die Reise schicken. Aber natürlich aufgrund der geringen Geschwindigkeiten würden die einem, wenn man es zu sehr übertreibt und die überall auf der Straße fahren lässt, halt den Verkehr ziemlich ausbremsen. Und deswegen muss man einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, sich ein kleines Netz aus Radwegen und Feldwegen und so weiter anzulegen und dort dann die Fahrräder entlang zu schicken. Aber ihr seht das ja, ich glaube in der nächsten Folge dürfte es dann losgehen mit den Fahrrädern. Und wenn man die alle so ein bisschen abseits der Straßen fahren lässt, ergibt das ein wunderschönes Gesamtbild. So, aber ich denke, auch ohne Fahrräder ist es hier schon ganz nett geworden. Hier nochmal der Blick auf den Bauernhof. Ich lasse hier so die Kutsche ein bisschen im Kreis fahren und dann auch entlang der Felder und so. Kam auch des Öfteren schon in den Kommentaren. Ich muss auch mal schauen, ob es nicht vielleicht sogar noch mehr Kutschen gibt. Also gibt im Sinne von Mods oder vielleicht sogar Reiter oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich meine, von Huge Dragon gab es da mal irgendwie so dieses Cowboy- und Indianer-Set. Möglicherweise gibt es da tatsächlich noch mehr. Das sind jetzt einfach hier so die ganz normalen Vanilla-Kutschen. Aber ist ja auch schon ganz cool, hier so ein kleines Fuhrwerk, sagt man, glaube ich, mal mit dabei zu haben. Passt ja gerade so in so einen idyllischen, ländlichen Bereich doch ziemlich gut rein. Naja, und der dreht halt hier so ein bisschen seine Runden. Am Bauernhof ist einfach eine unsichtbare Haltestelle verbaut. Und dann bewegt sich die Kutsche einfach hier so ein bisschen über die Felder. Wir gehen so ein bisschen die Ortschaft durch. Ich habe ja schon gesagt, eher reduzierte Gestaltung. Alles größtenteils einfach diese ganzen Vanilla-Grundstücke. Die meisten davon noch so ein bisschen nachträglich eingezäunt. Ein paar Autos hingeparkt. Hier vorne der Marktplatz, da habe ich noch eine Handvoll Figuren hingeschmissen.
Aber recht viel mehr ist dann da auch nicht passiert. So, Züge rollen natürlich auch. Wir blicken einmal hier über diesen, das große Grundstück direkt am Bahnhof. Die haben auch noch so ein bisschen aktive Landwirtschaft. Ist aber auch schon zurückgegangen. Und eine 218 in Ozeanblau-Beige hat soeben Einfahrt in Geisach. Und der Gegenzug unterwegs als Museumszug. Hier haben wir nochmal eine tschechische Diesellok. Das müsste, ich bin mir zumindest sicher, dass es hier die Tschechische Drahi oder wie die heißt, also die tschechische Eisenbahn. Passt natürlich jetzt mit dem Wagenmaterial nicht so 100% zusammen, aber ihr wisst ja, ich habe immer gerne ein bisschen Abwechslung drin. So, Zugkreuzung hat stattgefunden. Auch hier natürlich alles mit Formsignalen ausgestattet. Und auf diesem kleinen Abstellgleis habe ich hier auch nochmal so einen ganz alten Wagen abgestellt. Könnte man sich auch noch überlegen, ob man damit noch irgendwas veranstaltet. So eine Art kleines Museum vielleicht oder so. So, und das wird dann schon der kommende Bauabschnitt. Unscheinbar, aber glaub mir, der wird es in sich haben. Was die Teilarbeit angeht, habe ich da nochmal ein paar Sachen umgesetzt. Und hatte tatsächlich auch nochmal ein, zwei nette Ideen. Und habe mir nochmal eine Handvoll Dinge aus der Realität geschnappt, die ich hier auch mit einfließen habe lassen. Also dürft ihr euch drauf freuen. Das wird, da wird es ein paar Eyecatcher geben, sagen wir mal so. Plus die Fahrräder, die dann dort unterwegs sein werden, das wird regelrecht ein überladener Abschnitt vielleicht sogar, was Idyll und Details angeht. Aber freue ich mich schon sehr drauf. Sogar ein bisschen mehr als auf diese Folge hier. Hier sieht man nochmal so ein bisschen diesen Campingplatz, ne? Der ist auch von Huge Dragon, also fungiert einfach wie eine Bushaltestelle. Kann man dann eben Autos hinfahren lassen oder auch Busse, wenn man das will, und die fahren dann da halt in geringem Tempo einmal über den Campingplatz drüber praktisch und verlassen ihn dann wieder. Einmal noch der Blick auf den Bahnhof. Der gesperrte Reisendenübergang. Natürlich auch noch ein passendes Schildchen hinzugefügt. Und halt diesen Zaun noch mit hingebaut. Aber das habt ihr, glaube ich, eh gesehen in der Zeitraffer. Ja, das ist hier der Bahnhof zu Geisach. Ach ja, hier übrigens Bundeswehrler ist auch unterwegs, wahrscheinlich gerade unterwegs Richtung Wochenende. Wurde von seinen Kollegen dorthin verbracht mit dem Fahrzeug, was eigentlich nicht zur Bundeswehr gehört, aber egal. Das wunderschöne Bahnhofsgebäude ist meines Wissens, wie gesagt, eigentlich Schweizer Vorbild. Passt aber hier auch wunderbar hin, wie ich finde. Auch schön mit der Beschilderung, dass praktisch direkt der Name übernommen wird. Werden wir sicherlich. Und es gibt ja sowieso mehrere Varianten davon, also mit verschiedenen Texturen, glaube ich. Und dann werden wir das sicherlich in der Schweiz regional dann besser verortet auch nochmal zu sehen bekommen. Ja, schön bunt dran ist hier mit den Sonnenblumen, der ganzen Bepflanzung. Hier nochmal der Blick aus der anderen Richtung. Ist halt auch so ein kleiner Handwerksbetrieb mit angeschlossen, ne? Also scheinbar irgendwie ein Karrenbauer oder sowas in der Richtung. Ja, blicken wir nochmal auf die Eisenbahn. Das müsste auch nochmal eine 612er sein, die aus Waldbronn gerade Einfahrt hat. Kurzer Zwischenhalt in Geisach. Und dann geht's weiter Richtung Königssee. Und ja, Königssee gibt es natürlich in Bayern auch in der Realität. Das hat aber natürlich nichts mit dem Berchtesgadener Land Königssee zu tun. Einfach nur ein Name. Auf der letzten Karte hat man, glaube ich, den Kaisersee. Hier haben wir jetzt den Königssee. So, Ludmilla hat man auch schon lange nicht mehr. Passt natürlich auch wunderbar auf die Dieselstrecke. Darf nicht fehlen.
auch schon wieder einen Museumszug am Haken. Kilometer 9,2 und ich glaube, wir enden bei der Dieselstrecke. Am Ende kommen wir bei 12 raus, ne? Also knapp 3 Kilometer noch vor uns. Ah, sehr schön. Alt trifft neu. Sehr niedriger Bahnsteig natürlich auch. Also insofern ist das natürlich mit dem barrierefreien Zugang eigentlich auch hinfällig. Man kommt schon auf den Bahnsteig, aber eben nicht in den Zug. Aber dafür gibt es natürlich bei den modernen Triebwagen dann auch Personal und normalerweise haben die ja auch irgendwie so eine Hebevorrichtung dabei. Oder sie kann, glaube ich, angefordert werden am entsprechenden Bahnhof. Muss man, glaube ich, vorher Bescheid sagen. Aber sowas gibt es schon. Praktisch so einen Service. Also man kommt dann schon rein in den Zug. Ja, wunderbar, das Lüftergeräusch von der Ludmilla. Ist auch einfach stark umgesetzt, finde ich. Nach wie vor eine tolle Mod. Großartig. Und auch da gibt es echt viele verschiedene Varianten von der Ludmilla. Ne? Von privaten Unternehmen ist eine ganze Palette verfügbar. Sehr, sehr schön. Ja, hier nochmal Blick zurück Richtung Waldbronn ganz kurz und aus der Gegenrichtung. Kurz danach kommt auch schon etwas in Orient und Verkehrsrot eingefahren. Also diesmal tatsächlich die modernste Ausführung der Silberlinge hier in Form von Rotlingen. Allerdings noch mit einer schönen Orientroten 218 vorne dran. Paar nette kleine Details hier zu sehen. Und aus der Gegenrichtung, so den hatten wir glaube ich auch noch nicht. Der wurde auch schon ein paar Mal erwähnt. Der Mireo, das ist glaube ich der Wasserstoffzug. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich würde sagen ja. Also auch den kann man natürlich schön hier auf der Dieselstrecke verkehren lassen. Und sorry übrigens, das ist einfach dem Videoschnitt, dem mangelhaften Videoschnitt geschuldet, dass es immer mal wieder kurz so stockt. Ich habe angefangen irgendwann diese unschönen Szenen rauszuschneiden, aber ich erwische einfach immer noch nicht alle. Ist natürlich auch echt ein Aufwand. Ohne mich beschweren zu wollen, aber alles erwische ich halt nicht. So, hier nochmal Blick auf den Mireo plus H. Noch nie in der Realität gesehen. Wahrscheinlich fährt der auch nicht hier in meiner Ecke irgendwo. Wobei, naja, der ist ja schon irgendwie Bahnland Bayern oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht irgendwie teils fiktiv ist, die Version. Keine Ahnung, aber wollte ich mal fahren lassen. Und dann hier nochmal standesgemäß 218 in Verkehrsrot. Schiebt ein paar Silberlinge durch die Gegend. Der Mireo begibt sich Richtung Waldbronn auf die Strecke. Ja, kriegt man ein bisschen was zu sehen hier, ne? Und wie üblich, schreibt gerne auch Anregungen bezüglich Rollmaterial für die Dieselstrecke in die Kommentare, wenn da noch vielleicht Sachen dabei sind, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte oder einfach vergessen habe. Gerne in die Kommentare, lässt sich ja alles umsetzen hier. Gerade jetzt, wo wir so ja, langsam Richtung Ende kommen der Dieselstrecke, kann man ja auch einfach mal noch eine schöne zusammenfassende Folge machen mit ordentlich Trainspotting, wo wir hier nochmal alles Mögliche an Diesel und Dampf rauf und runter fahren lassen können, parademäßig. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn so ein großer Bauabschnitt dann langsam zu Ende kommt. Okay. Dann nochmal so ein bisschen was zur Gesamtübersicht. Der olle Campingplatz hier unten. Außenrum ein bisschen Landwirtschaft, paar Bauernhöfe, paar Tiere und es wird mindestens noch eine Folge ähnlich idyllisch weitergehen. Genau in diesem Bauabschnitt hier. Da werden wir dann Geisach hinter uns lassen und genau in diese Richtung dort hinten weitermachen.
Und dann, wie gesagt, kommen auch endlich die Fahrräder dazu. Okay, nochmal so ein bisschen zur Gesamteinordnung. Ihr seht, das ist jetzt auch gar nicht so weit von der Küste entfernt. Da sind wir jetzt aktuell angekommen und da wird es noch ein bisschen weitergehen. Für den Moment sind wir durch für heute. Geisach ist damit über die Bühne gebracht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.